Zum ersten Mal haben wir 2002 eine Ausstellung auf dem Schiff konzipiert. Das war auch das gleiche Schiff. Und das war im Rahmen des Wissenschaftssommers in Bremen. Ja, das Schiff verursacht Neugier. Wenn wir an den Anlegern liegen, sagen die Leute, oh, da liegt ein Schiff, da möchten wir gerne raufgehen. Das ist ein Grund. Ein zweiter ist, dass man eine Ausstellung im größeren Rahmen, also 600 Quadratmeter haben wir zur Verfügung, konzipieren kann und über einen längeren Zeitraum damit über die Flüsse und Kanäle fahren und viele Städte anlaufen können, so zwischen 35 und 40. Und das ist natürlich attraktiv für die Aussteller, weil sie diesen Aufwand, den sie betreiben, auch irgendwie honoriert bekommen. Ja, es gibt ja andere Möglichkeiten. Man könnte das auch mit Containern, mit Lastwagen machen oder eine Halle anmieten. Und das wäre viel schwieriger. Lastwagen sind nicht groß genug. Bei einer Halle müsste man das immer auf- und abbauen. Und hier hat man alles zusammen und kann damit auf die Reise gehen.